Das A haben wir nicht. R und K haben wir. Also wenn wir dieses A hätten oder dieses Dreieck hätten, könnten wir uns jederzeit zu dem Runenstein, zu dem Mondstein zurückteleportieren. Das ist sehr praktisch. Okay. Aber ja, wir wollten östlich, nördlich. Das wird eine Menge Lauferei. Aber ja, wenigstens haben wir jetzt endlich die Klinge gefunden. Und ich muss vorher irgendwas da lassen. Also irgendwas an Ausrüstung. Ich hätte einfach... Ja, was hätte ich wegschmeißen sollen? Ich habe nicht so wirklich viel Auswahl gehabt. Ist hier richtig? Ja. Ich hätte das Gold wegschmeißen können, was hätte bestimmt nicht genug Gewicht gebracht. Zauberstäbe hätte ich da lassen können, aber die Zauberstäbe brauchen wir eventuell, um den Golem zu bekämpfen. Waffe und Schild und Rüstung lasse ich bestimmt nicht da rumliegen. Na gut, wir wollen jetzt hier wieder. So, ganz toll springen. So, Shift J. Genau. Und dann wollen wir nach Süden. Und währenddessen grübel ich schon mal, was genau ich jetzt nach Rumpelkammer lasse, um genug Gewicht zu haben. Wir könnten einfach den Helm austauschen gegen Kettenhelm, aber ich weiß nicht. Serviceable. Excellent. Serviceable. Geh weg, du das Ding. Naja, aber echt keine Ahnung. Ich lasse dir die Schlüssel da. Ich nehme jetzt einfach alle Schlüssel, die wir bisher gefunden haben, und lege sie da in die Rumpelkammer. Sind wir hier richtig? Ja, wir können östlich gehen. Weil die Schlüssel werden wir, wenn, dann nur noch irgendwo in Level 3 brauchen. Danach haben wir nicht mehr so wirklich viele Schlüssel gefunden. Und wenn, haben wir sie auch gleich in dem Level benutzt, um weiterzukommen. Also, ja. Kommen alle in die Rumpelkammer. Der Mondstein kommt in die Rumpelkammer. Ich glaube, das waren wir. Mit den ganzen Steinen hier. Nein. Ich blockiere nur noch den Weg. Das hätte ich jetzt nicht gedacht für so ein altes Spiel. Dass ein Zauber wirklich Gegenstände erschafft, die auch Wege blockieren können. Aber sehr schön. Und wir sind nicht in der Rumpelkammer, wo wir die Griffe aufsammeln wollten. Mensch, Gerukon, hör dir doch mal zu. Du wolltest erst in die Rumpelkammer gehen, den Griff holen und dann hierher. Aber gut. Heile dich selbst durch den Fontäne. Springbrunnen. So. Sehr gut. Nicht irgendwelche komischen Schriftrollen benutzen. Sondern dich aufheben. Okay. Du bleibst hier. Kommst nicht mit. Okay. Dann lassen wir den Dietrich hier. Kommst immer noch nicht mit. Dann... Okay. Dann lassen wir jetzt alle schlüsselig hier. Markieren das auf der Karte. Und wenn wir jemals einen Schlüssel brauchen, kommen wir hierher zurück. Bitte, bitte komm mit. Ja, sehr gut. Okay. Da. Schlüssel. So. Jetzt wollen wir da so lang laufen bis zur Rumpelkammer. Also, hier rum, da rum, Löffelstiel. Ja, da durch. Hier waren, sieht auch komisch aus. Aber ist nichts, ne. Und hier kommen wir nicht wieder durch, oder? Doch. Sehr schön. Spring. Spring. Oh, können wir die vorbeischieben? Drängel, drängel, drängel. Nö. Hops. Komm schon, ich will nicht wegen dem Einstein jetzt levitieren müssen. Das sieht fast so aus. Oder ich pingpong mich irgendwie vorbei. Komm, da hoch. Besiegt durch einen großen Stein. Okay. Dann halt auf die harte Tour. Oder die peinliche, je nachdem wie man es sehen will. Handbuch. Levitieren. Da, Pika. Pika. So,
Das levitiere ich einfach über dich rüber, Oberstein. Genau. Also. Hier war die Geheimtür. So. Wir wollen nach Nordwesten in den Komplex rein. Also hier lang. Komm. So. Dann können wir auch gleich die Maze da lassen. Und ich hoffe einfach mal, dass die Klinge in der Art magisch ist, dass sie kein Gewicht hat. Das wäre wirklich schön. Oh. Flupp. Genau, hier ist gleich das Gefängnis von Urgo. Und hier ist unsere Rumpelkammer. Das ist aber die falsche Rumpelkammer. Ich fühle mich leicht verarscht. Ja, das ist die falsche Rumpelkammer. Also hier ist definitiv der Baum, aber die Klinge ist weiter unten. Viel weiter unten. Ja, hilft nichts, ne? So. Und zwar müssen wir jetzt darum, einmal ganz durch das Rittergebiet und dann da runter. Ja, ist eine Strecke. Das kommt davon, wenn man so viele verschiedene Rumpelkammern hat. Also falls ihr jemals dieses Spiel nochmal von vorne anfangt, nehmt entweder einen Krieger oder ein Paladin, wäre auch okay. Aber auf jeden Fall darauf achten, dass ihr genug Stärke habt. Weil das ist nicht mehr feierlich. Also ja, es ist nachvollziehbar, dass man einen kompletten Plattenpanzer nicht unbedingt immer alles tragen sollen müsste, könnte. Aber das ist albern. Dass der Avatar die Verkörperung von allem Guten und Rechtens und allen Rittertugenden und allmächtiger Nahkämpfer und überhaupt, dass der nur seine Ausrüstung tragen kann und nichts anderes. Und nicht mal seine komplette Ausrüstung. Die platten Beinlinge jetzt noch können wir gar nicht tragen. Nee. Genau, Rittergebiet sind wir gleich draußen. Ja. Dann sind wir gleich in dem Gebiet, wo der böse Ritter war. Hier. Und da mussten wir runter. Also wir mussten südlich und dann runter. So. Irgendwo ist noch eine Fledermaus, aber die ist mir egal. Swoosh. So. Ebene 5. Rumpelkammer. Da. Die war recht schnell zu erreichen, stimmt. Einfach nur hier rum zum Hauptgang. Dann zu diesem Hauptknotenpunkt, wo es in alle Himmelsrichtungen wegging. Das war nicht hier, es war noch weiter südlich. So, Hauptknotenpunkt. Links abbiegen. Müsste jetzt hier die Rumpelkammer irgendwo anfangen. Und da ist die Klinge, also der Griff. Sie wiegt zu viel. Also, Mondstein bleibt hier, damit wir uns immer zu diesem Ding zurück teleportieren. Die bleiben auch erstmal hier. Und jetzt passt das auch. So. Sehr schön. Ich lasse mal meine Keule jetzt auch hier. Wo ist meine Keule hin? Keule. Das finde ich nicht schön. Dass einfach so ein Gegenstand weg ist, weil ich ihn auf den Boden gelegt habe. Was ist, wenn das mit einem Questgegenstand passiert? Ja, gut, ich versuche erstmal das so zu kombinieren. Geht nicht. Kann man nicht irgendwie benutzen, okay. Auge. Klinge. Griff. Okay. Nächste Sache, die ich testen wollte, waren Sir Ingvar, Mythologie. Irgendwelche Runendinger.
Successor, Sings, was auch immer. Hat nichts mit Tom zu tun. Popular Troll Song. Piron, No Nuts and Bowls. Das war die Diebesgeschichte. Wobei wir jetzt ja. Tagebuch eines Sehers. War Tom ein Seher? Könnte Sinn machen. Die Seher waren noch unten auf der Etage mit der komischen Frau. Das nehme ich mal mit. So. Lakshkin. Irgendeine Nachricht. Die nehme ich auch mit. Und das wird einfach nur so eine Schriftrolle sein, wo ich weiß, was sie macht. Und im Notfall teleportiert sie uns genau im falschen Moment an genau die falsche Stelle. So. Also wir haben beide Sachen. Der Waffenschmied war wohl doch der Geist. Also bringt es nichts, da wieder runterzugehen. Das heißt, jetzt gehen wir wieder nach ganz oben und müssen vorher irgendwo Gold finden, fällt mir gerade auf. Weil ich sehe es jetzt schon kommen. Wir laufen zu dem Zwerg, haben dann nicht genug Gold dabei und müssen dann wieder ganz zurücklaufen. Das wäre echt nicht schön. Und hier ist falsch. Zurück zum Hauptraum. Ah ne, warte mal. Wir sind einfach nur zu weit gelaufen. Hier rechts abbiegen. Und dann geht's hier hoch. Genau. Also gib mir irgendwo auf dem Boden bitte Gold. Sonst gucken wir in unseren altbewährten Rumpelkammern. Und wenn das nicht geht, versuchen wir einfach mit ihm zu tauschen. Oh, warte mal hier bei dem. Oder wir hauen dich. Wir hauen dich mit bloßen Fäusten tot. Geht bestimmt nicht, ja? Er ist gelb. Okay. Du musst jetzt leiden. Tut mir leid. Wir können keine Waffen mehr tragen, weil wir zu schwach sind. Komm schon, wer droht? Oh. Ja. Der will nicht rot werden. Oh, doch. Und jetzt bitte, bitte lassen wir uns da. Puff. Ich sehe nur Blut. Okay. Und ein Versuch war es wert gewesen. So, aber was ich eigentlich machen wollte, ich wollte zu dem Lager von dem Ritter gehen. Weil da haben wir bestimmt Gold liegen lassen. Genau. Du, komm mal mit. Zu schwer. 10 Gold. Eins. Null. 10 Gold. Ja, 20 Gold reichen hoffentlich dafür. Oh, ich sehe vor meinem geistigen Auge das nächste Hindernis, das uns im Weg stehen könnte. Der Zwerg sieht, dass das eine magische Klinge ist und denkt sich, hey, da kann ich doch viel mehr verlangen. Bitte bring mir doch einen riesigen Brocken Gold. Und den riesigen Brocken Gold müssten wir dann erst von dem Magier abholen, bei dem Schreintempel unten Etage 7 oder so, wo das war. Ja, das könnte natürlich auch sein. Aber ich hoffe, er will einfach nur ein paar Münzen haben. Oder er sagt, komm, du bist der Avatar. Du bist ein guter Mensch. Du hast schon viel Arbeit zu mir gebracht. Ich mache das umsonst für dich. Ja, das hoffe ich irgendwie gerade. Weil falls wir jetzt wirklich nochmal so lange laufen müssen, dann mache ich echt einen kleinen Cut. Spring dann dahin, wo wir mit dem Magier reden, wenn wir es dann wirklich brauchen. Und dann springe ich nochmal, bis wir wieder beim Zwerg sind. Und dann nochmal, bis wir wieder unten im Gebiet sind, wo wir auch einigermaßen weiterkommen. Ja, aber Daumen drücken, dass ich nicht so viel off-camera spielen muss. Wir müssen östlich, nördlich. Östlich. Oh. Nördlich. So. Aber jetzt mit Magier sollten wir trotzdem früher oder später machen. Weil ich denke echt, das wird mehr sein als einfach nur Gold. Weil mit Gold können wir nicht so wirklich viel anfangen, wie mir aufgefallen ist. Weil die Händler haben meistens nur Zusatzgegenstände. Sowas wie Essen, Trinken, Lampenöl und dergleichen. Also wirklich gute Ausrüstung kaufen? Ja. Zumal so wirklich viel Besseres als ein Stahlplattenpanzer wird es wohl nicht geben. Also ja, vielleicht dieses Jewel-Zeug.
Aber ich glaube nicht, dass irgendein Händler sowas verkaufen würde. So, hier ging es hoch. Richtig. Und dann müssten wir gleich da sein. So. Nächste Rumpelkammer. Ganz viel Gold, ganz viel wertvolles Zeug. Bleibt alles hier. Wir müssen nämlich noch weiter hoch. Wir müssen... da ganz oben hin. Ich glaube, wir gehen da durchs Wasser. Also westlich, südlich, östlich. Weiter östlich. Hier durchwuseln, gleich kommt Wasser und dann halten wir uns links. Ich glaube, den Wald abgebogen. Hier? Ja, Wasser, sehr gut. So, jetzt nach Norden. Dann springen wir die Stelle runter, die wir jetzt schon zweimal hochgesprungen sind. Au. Und dann ist es nicht mehr weit. Dann haben wir hoffentlich alles zusammen, was wir brauchen. Mit dem magischen Schwert, das dann hoffentlich auch nicht so viel wiegt. Also das alleine nicht mehr wiegt als die Bestandteile, ne? Dann können wir damit auch zurücklaufen. Und wenn wir damit zurücklaufen können, dann können wir gucken, ob wir damit den Golem verletzen können. Und dann hätten wir das nächste Talisman-Teil. Was schon mal sehr schick wäre. Und das mit Zack? Ich weiß nicht. Die Frau hat nur gesagt, bring mir ein Kandelaber von Zack. Aber Zack hat kein Kandelaber. Oh, sie meint aber nicht den Taper, oder? Und Taper ist übrigens doch kein Gewand oder dergleichen. Das ist wohl so eine Art zeremonielle Kerze. Hoch, ja. So. Mine da unten. Also. Hauptgang, ganz runter, abbiegen, später nochmal auf die Karte gucken. Genau, westlich. Südlich. Das Essen sollten wir vom Rückweg mitnehmen und futtern. Auch wenn das jetzt schon die 3-4 Tage da liegt und von einem Untoten stammt. Da sind wir nicht mehr so zimperlich. Ja, Hineingang. Das war, glaube ich, falsch. Nee, war es gar nicht. Oh, das wäre jetzt krank, wenn ich das aus dem Kopf noch wüsste, weil ich hier runtergelaufen bin. Und zwar ja doch mehrfach wegen dem Reparieren. Oh. Ja. Sehr schön. So sehr kann einen dieses Spiel prägen. Das ist ähnlich wie bei Dungeon Master, wo man später auch den halben Level auswendig kann. So, hallo Zwerg. Sprich, Zwerg. Kannst du mir helfen, Sachen zu reparieren? Oh, und wenn wir Lon sprechen, kriegt man auch einen höheren Skill. Ja, aber ich würde gerne das hier reparieren. Na, ah, 20 Gold, das ist doch mal passend, sehr schön. Dies ist ein nettes Schwert, das du da hast, Kumpel. Aber keine Angst, ich krieg das schon wieder hin. Jo. Bezahlt, wenn du es abholst. Okay, hier, bitteschön. Komm zurück in einer Stunde. Also Real-Life-Stunde. Ja, okay. Ich werde dich dann sehen. Gut, also. Er wollte schon mal keinen riesen Brocken Gold haben, wo wir zig Stunden zickzack laufen müssten. Das ist gut. Das heißt, ich mache jetzt einen kleinen Cut, speichere nochmal ab. Das haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gemacht. Und dann sehen wir uns in einer Stunde wieder. Also wir sehen uns in einer Stunde wieder und ich und ihr sehen uns in ein paar Sekunden wahrscheinlich wieder. Also bis gleich.